Hallo und herzlich willkommen auf OCInsight.de. Heute testen wir auf OCInsight.de mit dem Liquid Freezer 3280 ARGB die neu entwickelte Wasserkühlung von Arctic für AMD, ARM4, ARM5 und Intel Sockel 1700. Mit dem optimierten Kühlblock und der aufgemotzten RGB-Beleuchtung versucht Arctic erneut den All-in-One-Wasserkühlermarkt aufzumischen. Ob das gelingt, verrät unser ausführlicher Testbericht hier auf OCInsight.de. Erhältlich ist die Arctic Liquid Freezer 3 Wasserkühlung oder kurz LF3 in der Ausführung 240, 280, 360 und als Liquid Freezer 3 420 AIO. Jeweils in Standard Black, ARGB White und ARGB Black. Die von uns getestete schwarze Version des LF3 ARGB kommt in einer ebenso schwarzen Verpackung und einem bunten ARGB-Schriftzug. Key-Features wie die 6-jährige Garantie und die Multikompatibilität werden gleich neben dem großen Namensschriftzug aufgeführt. Auf der rechten Seite findet man einen Link zur Produktseite des Kühlers. Links ist die Adresse zum Online-Manual aufgedruckt und der Packungsinhalt ist ebenfalls aufgelistet. Auf der Rückseite sind sämtliche relevanten technischen Daten abgebildet sowie ein Link zur Support-Seite des Liquid Freezer 3. Im Lieferumfang befindet sich der vormontierte und einsatzbereite Wasserkühler selbst, der dank AIO-Bauweise nicht erst vom Anwender mit Kühlwasser befüllt werden muss. Außer dem Kühler legt Arctic noch Folgendes bei: 0,8 Gramm Arctic MX6 Wärmeleitpaste, einen Schraubendreher, ein Single-Anschlusskabel, ein Individual-Anschlusskabel, ein Haltebügelset für AMD-Systeme, ein LGA 1700 Contact Frame sowie diverse Schrauben und Kleinteile. Im schriftlichen Test zeigen wir auch noch die technischen Daten sowie einen Vergleich zu der vorigen Liquid Freezer 2 Serie. Der Aufbau wurde grundlegend geändert. Die Pumpe wird nun seitlich platziert und die Leistung wurde ebenfalls erhöht. Die Maximaldrehzahl beträgt nun 2800 Umdrehungen pro Minute. Das sind immerhin ungefähr 40% mehr als beim Vorgänger. Die Maße der Coldplate hingegen haben sich nicht verändert. Die Ummantelung der Liquid Freezer 3 Wasserschläuche besteht nun einheitlich aus schwarzem Gewebeschlauch, in dem auch diesmal wieder die Lüfterkabel versteckt wurden. Die Anpresskraft wird immer über denselben Mechanismus aufgebracht, welcher bereits ab Werk am Kühlblock vormontiert ist. Die zentral über der Coldplate positionierte Blattfeder aus 1 mm starkem Federstahl bewirkt eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Anpresskraft auf dem Heatspeeder der CPU, was eine optimale Wärmeabfuhr gewährleisten soll. Ein besonderes Highlight des Liquid Freezer 3 stellt zweifelsfrei der neue VRM-Lüfter dar. Ihm wurde in dieser Kühlergeneration eine leistungsstarke RGB-Beleuchtung mit 12 adressierbaren RGB-LEDs spendiert. Durch die Schlitze wird die Luft vom eigentlichen VRM-Lüfter angesaugt, der sich unter der beleuchteten Blende befindet. Beim Radiator ist die Anzahl der Kühlkanäle und das Wabenmuster identisch aufgeführt wie beim Vorgänger. Abgeführt wird die Wärme schlussendlich über den Luftstrom, den die zwei Arctic P14 PWM PST ARGB Lüfter erzeugen. Wie die Installation vonstatten geht, zeigen wir natürlich im ausführlichen Test auf OCInsight.de. Die Testergebnisse ermitteln wir unter anderem mit dem ASRock B650E Tai Chi Mainboard und einem AMD Ryzen 5 7600X Prozessor. Hier sieht man sehr schön die Temperaturen mit dem Cinebench R23 Benchmark. Und hier sieht man die Temperaturen mit Prime Small FFT. Im Vergleich zum etwas größeren Liquid Freezer 2 360 kann sich also der Liquid Freezer 3 280 durchaus behaupten. Kommen wir damit nochmal zurück zur Beleuchtung. Bei dem Liquid Freezer 3 280 ARGB beschränkt sich die RGB-Funktionalität nicht mehr ausschließlich auf die Radiatorlüfter, sondern wurde auf den Kühlblock erweitert. Unter der Blende des VRM-Lüfters befinden sich, wie auch auf den großen Lüftern, 12 adressierbare RGB-LEDs, die die RGB-Performance des Wasserkühlers gegenüber dem Vorgänger massiv aufwerten.
Um den Kabelsalat gering zu halten, wurden alle RGB-Komponenten elektrisch miteinander verbunden, so dass lediglich ein einziger 3-Pin-ARGB-Stecker am Mainboard oder einem externen ARGB-Controller angesteckt werden muss. Kommen wir damit auch schon zu unserem Fazit. Arctic-typisch haben sie wieder ein komplett eigenständiges Design entwickelt und sind dabei auf die Wünsche der Community und die Anforderungen der CPU-Generation eingegangen. Herausgekommen ist dabei ein Top-Wasserkühler mit makelloser Verarbeitungsqualität und 6-jähriger Herstellergarantie. Insgesamt erhält der Arctic Liquid Freezer 3 280 ARGB Black von uns den begehrten OCinside.de Kauftipp Award. Alle weiteren Details zum Arctic Liquid Freezer 3 Wasserkühler zeigen wir im ausführlichen Test auf OCinside.de. Bitte unbedingt daran denken, den OC Inside Channel zu abonnieren, damit man auch weiterhin über neue Videos informiert wird. Na dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!